Moinsen, liebe Freunde und Verwandte, heute geht's um das Sozialistengesetz und um die Sozialgesetzgebung. Hört sich kompliziert an, sind aber nur zwei Dinge, die Bismarck gemacht hat und die man auch easy kapieren kann. Viel Spaß also und auf geht's! Im vorherigen Video zum Kulturkampf sah es ja so aus, dass Bismarck was gegen die Katholiken machen wollte. Es gab aber noch eine zweite Gruppe von Leuten, die er richtig kacke fand. Die Sozialdemokraten. So, dann schauen wir uns erstmal an, wer die waren. Die Sozialdemokraten waren die, die die Arbeiter vertreten haben. Es gab zur Zeit von Bismarck immer mehr Arbeiter. Die wurden aber ziemlich räudig behandelt. Deswegen haben die Arbeiter Gewerkschaften und Parteien gegründet. So wollten sie ihre Ziele und Interessen durchsetzen. Die Sozialdemokraten waren also die, die die Ziele der Arbeiter umsetzen wollten. Die bekannteste Partei ist die SPD, die Sozialdemokratische Partei Deutschlands. Die gibt es schon seit 1875, sie wurde also zur Zeit von Bismarck gegründet. Gut, und warum fand Bismarck die SPD und andere sozialdemokratische Gruppen kacke? Punkt 1. Die Sozialdemokraten waren einfach zahlenmäßig eine große Gruppe. Davor hatte Bismarck Angst, weil eine große Gruppe einfach bedeutet, dass die Sozialdemokraten viel Macht haben und man sie schwer kontrollieren kann. Punkt 2. Die Sozialdemokraten haben immer rumgelabert von wegen, alle Macht den Arbeitern. Außerdem haben viele von ihnen von einer Revolution geredet. Bismarck hat den Staat vertreten und hatte immer Angst vor einer Revolution. Deswegen waren ihm die Sozialdemokraten nicht ganz geheuer. Bismarck fand also die Sozialdemokraten kacke und hat jetzt zwei Dinge gemacht, um sie zu bekämpfen. Das Sozialistengesetz und die Sozialgesetzgebung. Fangen wir mit dem Sozialistengesetz an. Das war ein Gesetz mit vielen einzelnen Bestimmungen in 30 Paragraphen, um die Sozialdemokraten abzufacken. Es wurden alle Versammlungen von Sozialdemokraten verboten. Sie durften ihre Schriften nicht veröffentlichen. Außerdem wurden alle sozialdemokratischen Vereine und Gruppen verboten. Wer gegen das Gesetz verstoßen hat, wurde ausgewiesen oder bekam sogar eine Gefängnisstrafe. Im Endeffekt durften die Sozialdemokraten gar keine öffentliche Parteiarbeit mehr leisten. Auch keine Wahlwerbung und sowas. Ihr müsst aber wissen, einzelne Personen, die zu den Sozialdemokraten gehören, dürfen sich immer noch in den Reichstag wählen lassen. Da dürfen sie dann auch ihrer politischen Arbeit nachgehen. Außerdem gibt es illegale Möglichkeiten, wie die Arbeit im Untergrund oder Parteitage im Ausland abzuhalten. Bismarck hat aber nicht nur Politik gegen die Sozialdemokraten gemacht, sondern auch Politik für die Arbeiter. Das war die sogenannte Sozialgesetzgebung. Das war sowas wie Unfallversicherung, Krankenversicherung und Rentenversicherung. Also ganz viele geile Dinge für die Arbeiter. Bismarck war der allererste Typ auf der Welt, der solche Gesetze zum Schutz der Arbeiter eingeführt hat. Diese Taktik wird auch mit Zuckerbrot und Peitsche genannt. Bismarck verbietet knallhart die Parteiarbeit der Sozialdemokraten, aber verfolgt auch selbst die Ziele der Arbeiter. Damit wollte Bismarck erreichen, dass die Arbeiter ihn feiern und die Sozialdemokraten an Bedeutung verlieren. Insgesamt ging es aber so aus, dass Bismarck den Kampf gegen die Sozialdemokraten verloren hat. Die Sozialdemokraten haben immer mehr Mitglieder bekommen. Außerdem haben sie bei den Wahlen immer mehr Stimmen bekommen und hatten damit mehr Sitze im Reichstag. Tja, nichts gewesen also. Was müsst ihr aus dem Video mitnehmen? Die Sozialdemokraten vertreten die Arbeiter. Bismarck bekämpft die, weil sie eine große, mächtige Gruppe sind. Dazu zwei Sachen. Böses Sozialistengesetz und freundliche Sozialgesetzgebung. Hashtag mit Zuckerbrot und Peitsche. Bismarck verliert, es gibt immer mehr Mitglieder und Stimmen für die Sozialdemokraten. Wenn ihr Bock habt, alle unsere Geschichtsvideos als Hörbuch runterzuladen und unterwegs zu hören, dann kommt einfach auf thesimpleclub.de und ladet euch unsere App runter. Bis gleich!